Hi ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute gibt es eine erdnussige Überraschung, zwar mit Erdnussbuttercreme oder Peanut Butter. Es ist sehr, sehr lecker, sehr einfach zu machen und ich möchte mich auch entschuldigen, dass das Video sehr spät kommt, doch wir sind mitten im Umzug und wir müssen viele Kilometer hinter uns legen, sodass es im Moment sehr stressig ist, aber ich hoffe, in 3 Wochen haben wir das hinter uns. Also wir fangen an mit dem Fleisch. Ich habe Jungrind genommen, ihr könnt aber nehmen, was ihr wollt und verwenden und auch die Größe vom Fleisch könnt ihr selber bestimmen, wie klein oder groß das ihr schneidet. Umso kleiner, umso schneller geht es natürlich. Ich brate nur das Fleisch jetzt an mit dem Öl, weil das Fleisch hat ja selber auch viel Saft in sich, was es jetzt verliert, wie ihr seht. Und das Ganze mache ich dann immer auf höchster Stufe, immer wieder umrühren. Es verändert auch schon die Farbe. Und mit der Zeit geht auch der Saft weg. Dann bleibt nur noch das Öl, das wir eingeschüttet haben. Dann gebe ich den Lauch dazu. Die kompletten Zutaten, die ich verwendet habe, werdet ihr sowieso unten in der Infobox finden, unter dem Video wie immer. Der Lauch wird jetzt auch noch mitgebraten, also wir bleiben auf höchster Stufe, das geht ganz gut und ich werde die Pfanne auch nicht abdecken, aber jeder so wie es mag. Das Fleisch hat ja selber Saft gehabt, dann kommt ja der Lauch dazu, danach die Paprika und das alles, Gemüse lässt ja auch ein wenig Saft. Und ich werde immer nur ein bisschen Wasser dazu geben, sodass keine Anbrenngefahr ist. Aber so lange immer ein bisschen Saft dabei ist, werde ich nicht zuschütten. Jetzt war es eben zu trocken, da ist die Gefahr da gewesen, dass es anbrennt und da gebe ich immer ein bisschen Wasser dazu, sodass es quasi mehr bratet als dünstet. Nun kommen die Karotten, die könnt ihr auch in, ich habe es jetzt so in kleine Stifte geschnitten, aber ihr könnt wählen, wie ihr es so schneidet. Immer wieder, wenn es zu trocken wird und nur noch das Öl da ist, bevor es anbrennt, immer ein bisschen Wasser dazu. Jetzt würze ich mit ein bisschen, da geht dann wirklich nur ein bisschen, weil die Erdnussbutter salzig ist. Und nachdem die Erdnussbutter dann verwendet wird, erst danach werde ich es auch probieren mit der Sahne, ob es dann gut gewürzt ist. Falls nicht, kann man ja noch nachwürzen. Jetzt kommt auch Paprika dazu, auch die könnt ihr schneiden, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt so in Streifen geschnitten. Das wird jetzt auch mitgedünstet und immer wieder umrühren. Und sobald es irgendwo anfängt zu kleben an der Pfanne, immer wieder ein Schluck oder ein, zwei Schlücke Wasser dazu. Man muss halt auch dabei bleiben. Aber von Anfang bis Ende braucht man so 35 bis 40 Minuten, dann sind wir eh schon fertig. Als Beilage werden wir Spiralnudeln haben und da könnt ihr aber wählen, was ihr wollt. So, jetzt sind so circa die 40 Minuten eh schon fast um, also ich denke so 35 Minuten. Jetzt kommt die Sahne dazu, 200 Milliliter. Falls jemand mehr möchte, kann auch 400 Milliliter verwenden, wenn ihr mehr Saft wollt oder mehr Sahne. Ich habe jetzt 200 Milliliter Sahne verwendet und das, was ich an Saft mehr will, gebe ich einfach immer wieder Wasser dazu, bis es halt entspricht. Jetzt kommen die 2 gehäuften Esslöffel Erdnussbutter dazu. Wie gesagt, das gibt es überall zum Kaufen, glaube ich. Es gibt auch die nicht gesalzene Version. Also falls ihr die nicht gesalzenen verwendet, dann müsst ihr wahrscheinlich mehr würzen. Ihr könnt auch
grüne Kräuter verwenden, was auch immer euch schmeckt. Ihr könnt es auch schärfer machen mit Chili. Mir hat es jetzt persönlich, also auch den meinen, so am besten geschmeckt. Wir haben einfach nur ein bisschen Vegetta gewürzt, dann die Sahne und die Erdnussbutter und dadurch, dass man mehr gebraten hat als gedünstet, immer nur ein wenig Wasser dazu, hat das einen sehr leckeren Geschmack. Ihr müsst einfach ausprobieren, damit ihr versteht, was ich meine. Und wenn ihr keine Allergie habt gegen die ganzen Zutaten, dann ist das wirklich ein leckeres und schnelles Mittagessen oder Abendessen. Gebe ich noch ein bisschen Petersilie gegen Schluss, das gibt auch noch schöneres Aussehen. Und dann ist es eh schon servierbereit. So ist es dann angerichtet. Ich habe noch Petersilie drüber gestreut, natürlich trockene. Wer frische hat, ist noch viel, viel besser. Ich habe leider keine im Haus gehabt. Und nochmal zu sagen, ich werde jetzt viel seltener Videos hochladen. Also so, wenn es mir gut geht, ich werde mich bemühen. Zeitmäßig meine ich nicht so, Gott sei Dank bin ich gesund, geht es mir gut, aber zeitmäßig. Wenn es sich ausgeht, lade ich hoch und eben in so circa 3 Wochen sollten wir schon fertig umgezogen sein und dann wird alles wieder beim Alten sein. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch, ihr probiert es aus, kommentiert, gebt mir ein Like, wenn es euch gefällt, Dislike, wenn es nicht gefällt, teilt es mit euren Freunden, empfehlt mich weiter, wenn ihr zufrieden seid mit mir und meinen Rezepten, besucht mich auch auf Facebook. Seid auch dort mit mir befreundet. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und fröhlich. Bis zum nächsten Mal. Bussal!